Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder Bausimulator 22 und ja, es geht weiter mit dem Umbau vom Haus oder Anbau und wir werden erstmal Beton holen. Dafür haben wir uns hier diesen schönen Betonfahrmischer geholt, ausgeliehen von DAF. Und jetzt fahren wir mal zum Kieswerk und werden uns Beton holen. So, ich muss mich noch konzentrieren hier. Ja, ich bin ja schon drüber gewesen. So, die Betonpumpe haben wir schon vor Ort gefahren. Wir müssen jetzt das Bodenfundament gießen. So, noch ist der LKW leer. Und schon haben wir die erste Karre kaputt gemacht. So, wird gerade abgeschleppt. Okay, ich habe es nicht mehr geschafft zu bremsen. Ja, ist ja nicht unser, ist ja bloß ein Leih-LKW, hätte ich fast gesagt. Aber wir sollten schon ein bisschen vorsichtig fahren. Ist doch ein wenig realistisch das Spiel, gerade was so die Bremserei betrifft oder wenn wir irgendwie Ladegut drauf haben. Schalten tun sie ein bisschen komisch, habe ich so das Gefühl. Ah, das Kieswerk ist am Ende von der Welt, hätte ich fast gesagt.
kriege ich da Beton? Bin mir gar nicht sicher. Wohl, das muss es sein. So, Baumaschine ist voll. Kostet 17.000 die Ladung. So, jetzt dreht die Trommel da auch. Ich weiß gar nicht, ich habe vorher gar nicht geachtet, ob sie gedreht hat, aber jetzt sieht's schön aus. So, ich würde mal sagen, wir machen eine Schnellreise, sonst sind wir den ganzen Let's Play Blues am Fahren und haben nichts geschafft. So, da ist das gute Stück. So, wir lassen den mal da kurz stehen. Boah, ich sollte mich mal rasieren. So, jetzt steigen wir mal da ein. Dann gucken wir mal, ob wir die hier ausklappen können. Dazu machen wir aber erstmal hier auch noch Warnblinker an. Und das Rundumlicht, jawohl. Ich glaube, so sollte das eigentlich gut abgesichert sein. Es ist irgendwie gar nicht so einfach. So, warte mal, ich muss noch die Klappe aufmachen. Dann kann ich aussteigen. So, ausgeklappt haben wir es auf jeden Fall. Da kommt ja gar keiner mehr vorbei. Die müssen doch auch noch so Blinklichter an der Seite ran. So, Klappe ist offen. Betonmischer zurück.
So würde ich sagen. Jawohl. Da haut er das Zeug rein und wir werden die Pumpe anschmeißen, oder? Also Beton läuft. So, es ist ehrlich gesagt komplett schwierig. Irgendwie habe ich das Gefühl, das zu steuern. Er geht immer erst ein Stück runter. Oh, ausschalten, ausschalten!
So, okay, ich muss erstmal noch den da wegfahren und vielleicht mal den Beton abschalten hier. Hallo, stopp. Stopp. Vielleicht hätte ich schauen sollen, wie viel Kubik Beton ich eigentlich brauche und hätte das eigentlich eingeladen. Ich habe viel zu viel eingekauft. Das wird jetzt in der Trommel fest, wenn ich das nicht gleich mal rausmache. So, okay, weiter geht's mit dem super Auftrag. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier mit dem Kran noch überall hinkomme. So, ich habe das Gefühl, heute läuft's. So, vielleicht muss ich ja noch eine Decke gießen. Dann hätte ich gerade noch alles da. So, ach, jetzt muss ich noch mauern. Ja, Mörtel habe ich ja noch ein bisschen. Ja, eigentlich habe ich Beton. Vielleicht ein bisschen zu flüssig. So. Also, dann wird gemauert. Also, ich packe mal die Steine aus und dann ratzifatzi ist die Mauer nämlich schon da. Okay, jetzt muss ich die Deckenplatten da drauf machen. Komme ich da hin mit meinem Kran? Ich glaube schon. Material sollte ich nämlich alles schon geholt haben. Der Betonmischer dreht noch. Also der Beton, wir haben Verzögerer drin. So, ja, da muss ich ja noch mal.
noch mal die Decke gießen, so wie das aussieht. So, fahr mal hier deinen Arm ein. Boah, da drunter ist noch eine Platte. So, Betongießen, habe ich ja gesagt. Zum Glück habe ich das noch da gelassen, habe erst überlegt, ob ich das schon wieder zurückbringen soll. Okay, das ist mal alle. Jetzt hoffe ich, damit ich noch genug da im LKW habe. So, jetzt wird es schon langsam dunkel. Ich muss mich beeilen, damit der Beton morgen dann fest ist. So, mein Freund. Oh, ich glaube, ich mache alles kaputt. Kamera.
So. Betonmischer abstellen. Abstellen. So, was fehlt denn jetzt noch? So, mit dem Vorarbeiter, der Vorarbeiterin sprechen. So, tipptopp. Jetzt muss ich noch den Beton irgendwo auskippen, ist ja schon dunkel. Gut, die Fahrzeuge wieder zurück und dann heißt es, wir können zum nächsten Auftrag. Ich sage aber erstmal, ja, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.